Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Sonntag und ich schulde euch irgendwie noch ein Video. Derzeit hüte ich ein bisschen Corona-technisch die Lagerstatt und mir ist eindeutig nicht danach, das große Video einzusprechen. Das klappt diese Woche nicht. Aber ich habe ein kleines Schmankerl für euch. Ich denke in letzter Zeit sehr lange über eine neue Reihe nach, nämlich Spielleiter-Tipps für Shadowrun und andere Rollenspiele. Und im Rahmen dessen möchte ich euch hiermit Teil 1 davon präsentieren. Spielleiter-Tipps für Shadowrun und andere Rollenspiele. Tipp Nummer 1: Sag ja. Was denke ich mir darunter, wenn ich sage, sag ja? Deine Spieler haben eine Idee, auf die du selber noch gar nicht als Option gekommen bist. Es ist natürlich verlockend für dich als Spieler, einfach Nein zu sagen, da dir diese Option gar nicht in den Sinn gekommen ist. Aber mach es anders. Atme zweimal durch. Bedenke, was hier ein Ja für neue Möglichkeiten und Konsequenzen für deinen Run oder dein Abenteuer hat und lass es zu. Was ist der Vorteil davon? Deine Spielwelt wird lebendiger und deine Spieler merken, dass ihre Entscheidungen Einfluss auf die Spielwelt haben. Dieses Ja bricht auch mit vielen Formen des Railroadings, eben weil man hier etwas improvisiert, um die Aktionen der Spieler in seiner Spielwelt näher zu beschreiben und deren Konsequenzen dann natürlich auch eintreten zu lassen. Bedenke dabei aber auch, dass nicht jeder Plan der Spieler, zu dem du Ja sagst, zwangsweise funktionieren muss. Siehst du darin logische Fehler? Siehst du laut deinen eigenen Plänen darin einen Haken, den sie noch gar nicht sehen können? Ermöglicht ihnen vielleicht irgendetwas, diese Hindernisse noch vorher wahrzunehmen? Frag sie noch einmal genau, was wollt ihr genau tun? Beschreibt das noch einmal, Schritt für Schritt, was ist euer Plan? Und reagiere dann mit deiner Spielwelt dynamisch darauf. Das heißt, du hast eine Situation, an die du nicht gedacht hast. Und deine Spieler haben eine tolle Idee, die, wie du denkst, in deiner Spielwelt auch Sinn ergibt. Lass es zu. Und wenn das heißt, dass sie einen Weg in deine ultrageheime Forschungseinrichtung finden, an den du gar nicht gedacht hast, great. Gib ihnen den Erfolg. Gib ihnen den Erfolg, sorge aber nicht dafür, dass das den Spielabend beendet. Sorg dafür, dass sie den Erfolg genießen können. Und dann lässt du die Konsequenzen dessen, was sie gerade getan haben, auf sie hineinprasseln. Es erzeugt immer mehr Spiel, wenn du Ja sagst statt Nein. Natürlich, es gibt immer auch Situationen, wo du Nein sagen musst. Aber denke immer zuerst daran, was ist, wenn ich jetzt an dieser Stelle Ja dazu sage? Ja, dieser Raum hat drei Türen, eine nach links, eine nach rechts. Ja, was mit der dritten? Ja, die ist in der Mitte. Ja, durch die wollen wir durchgehen. Genau diesen Raum hast du natürlich nie ausgeplant. Dann überleg einen Moment, was wäre logisch, was dahinter ist. Und dann beschreibst du es, bindest es in deine Welt ein. Und hast Spieler, die sich freuen, dass ihr Plan funktioniert hat. Du hast eine Spielwelt, die sich gerade dynamisch erweitert hat durch etwas, was deine Spieler gemacht haben. Weißt du jetzt mehr über deine Spielwelt, weil du jetzt weißt, was hinter dem mittleren Raum ist. Und du hast natürlich auch noch die ganzen Konsequenzen, die damit einherkommen, dass jemand die mittlere Tür geöffnet hat, die, nun ja, seit Äonen scheinbar nicht geöffnet wurde. Man hört vielleicht ein lautes Quietschen, was durch den gesamten Dungeon hallt. Ein verborgener Alarm wird ausgelöst. Oder der unsterbliche Elf, dessen Heimstatt das ist, wird beim nächsten Mal sofort die Schleifspuren auf dem Fußboden erkennen. Alles Dinge, die neues Spiel generieren können. Denk einfach mal drüber nach. Und bei der nächsten Frage deiner Spieler, sag ja. So, das war heute etwas kürzer, aber ich merke auch jetzt schon, wie meine Stimme wieder versagt. Die Hustenanfälle sich langsam nähern. Na gut. Ich danke euch in jedem Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst natürlich einen Daumen, ein Abo und alles andere auch noch da. Kommentare, genau. Und wenn ihr diese Arbeit, die wir hier tun, unterstützen wollt, habt ihr unten jetzt auch die Möglichkeit, einmal auf einen Patreon-Link zu klicken. Dort könnt ihr unsere Arbeit auch durch eine kleine monatliche Gabe in den Hut unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.